Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther The Broken Story. Wir sind im Moment komplett im Hype. Wir haben in der letzten Folge, nachdem ich in der letzten, vorletzten Folge noch gesagt hatte, dass ich das vermisse, haben wir komplett neuen Content erreicht. Es ist komplett eskaliert. Die dunkle Materie hat gegen die dunkle Macht gekämpft. Und jetzt sind wir in einer riesigen Stadt, die anscheinend eine Animal Crossing Creepypasta bildet und wollen diese Stadt noch fertig erkunden. Wobei zu hinterfragen ist, ob wir das heute noch schaffen. Ah, es ist das, wo wir schon waren, okay. In den zwei hier waren wir schon letzte Folge. Aber uns fehlt noch bestimmt die halbe Stadt und ich werde die Hälfte verpassen, es ist so riesig. Ach, moin. Der wagt es also bei mir einzudringen und glaubt, er kommt damit durch. Wirklich? Helft mich, bin mir verzweifelt. Was? Ich sitze schon seit einer Ewigkeit und warte, dass ich hier rauskomme. Quarantäne. Aber ich hab... Kann es weitergehen, bitte? Ich hab zu große Angst, alleine rauszugehen. Da könnte alles lauern. Was? Draußen könnte ein sprechendes Krokodil oder ein sprechender, feuerspuckender Fuchs oder ein schwarzes Etwas oder ein weißer Fuchs sein. Meinst du, wir sollten uns verpissen? Ja, aber unauffällig. Wir gucken mal, ob die da draußen sind. Okay, kann ich mitkommen? Ich hätte einen Freund. Was? So, Kalt, hier wollte ich noch reingucken, letzte Folge. Was ist das denn? Willkommen im Kartenladen. Haben Sie was, um hier zu entkommen? Nur Karten, ich glaube nicht, dass die was nützen, außer ihr habt ägyptische magische Kräfte. Nein? Hä? Was? Wofür sind die denn jetzt? Sind das jetzt einfach Sammelkarten? Und warum ist Glurak so teuer? Jo, dunkle Materie, Sora. Also ich werde die nicht alle bekommen, vor allem weil ich nicht weiß, ob man wieder zurück kann hierher. Aber ich nehme hier jetzt mal ein paar mit. Also wenn man hier wieder zurück kann, gucke ich mal. Dann werde ich mir noch ein paar holen auf jeden Fall. Ich nehme jetzt erstmal so die, von denen ich die Pokémon cool finde. Ich kann mir eine teure holen. Also eine ziemlich teure. Also eine 5000er. Ah, nach Tara geht nicht. Ich lasse es mal dabei und falls man nochmal hierher kann, nehme ich mir dann die dunkle Macht mit. Ich weiß zwar nicht, was die Karten bringen, Inventar öffnen geht eh nicht, aber... Ja doch, mit euch habe ich schon geredet. Hier unten ist die Grenze. Ich glaube, hier im unteren Gebiet sind wir tatsächlich fertig. Mit dem kann ich nicht interagieren. Noch ein Kartenladen. Ich habe irgendwie gerade die Befürchtung, nenne ich es mal, dass es hier in der Story... Hier geht es so weiter, wenn ich mir das angucke. Vor allem der ganz unauffällige, maskierte Typ. Ich komme später wieder. Ich will mir die Stadt erst angucken. Auch wenn ich mich dann frage, was bei der Treppe ist. Ich denke, ich werde... Sobald ich den Rest erkundet habe, spür mein Feuer, es ist praktisch zum Einheizen, also jetzt wirklich. Ich werde, denke ich, erst zur Treppe gehen, sobald ich mit meinem Kunden fertig bin. Ah, das hatte ich schon. Ich denke halt, in der oberen Hälfte fehlen mir noch ein paar Dinge. Aber vielleicht auch gar nicht mehr so viel, wer weiß. Hier mit euch habe ich auf jeden Fall noch nicht gesprochen.
Die Seele ist immer unberechenbar, genauso wie dieser Stock. Was? Was? Ich werde irgendwas Scheibe schützen. Nächstes Haus. Noch mehr Häuser. Wieso wir hier sind? Keine Ahnung. Wir sind das Team Unbreakable Bonds. Wir haben uns noch nicht getroffen, aber juckt nicht. Das ist schön. Und ihr habt euch noch nicht getroffen, aber hey, ihr wisst, welches Team ihr seid. Ich würde Pokémon Mystery Dungeon 2 neu schreiben. Alter, hat ernsthaft so jedes Haus eigentlich einen anderen Track hier? Stadtmusik finde ich sehr gut. Sag ich, bei Leiden ist alles möglich. Was ist das für ein Name? Ich habe viele Abenteuer mit Plin verlebt. Das war toll und lustig. Das ist schön. Ich würde hier jetzt trotzdem dann diese Stadt gerne noch wieder verlassen können. Danach wird es vermutlich mit dem Hauptspiel weitergehen. Also mit dem, was wir kennen. Sinister Forest. Das kennen wir. Warte, war es das schon? Ich dachte, mir fehlt noch sau viel zu erkunden. Aber es sieht so aus, als wäre ich... Okay, zeig mir, was du drauf hast. Sind meine Haare blau oder weiß? Was? Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier los ist. Und natürlich habe ich Saku vorne, wenn Vulnona rauskommt. Och, wo kommt die Musik her? Die kenne ich. Konfusstrahl finde ich nicht nett. Ist das nicht irgendwie Mario? Ich überlege gerade, Mario Fußball oder Tennis? Das ist Mario Striker Charge Football, nicht? Würde ich jetzt jedenfalls schätzen. Irgendein Mario Sportspiel am ehesten Striker Charge Football, was ich ja auch gespielt habe und tatsächlich meinen Spaß mit hatte. Und man muss sagen, das ist schon echt mal ein anspruchsvolles Spiel. Okay! Entspann dich! Entspann dich doch mal! Also doch, ich will... Gut. Och, der Nagi hat ja Biss! Das hat dir irgendwie nichts gebracht, Digi. Du bist tot! Das war trotzdem... Alles klar. Ich komme hier ins Haus, fragte mich, welche Haarfarbe sie hat und ballert einen Lugia in der Battle. Okay, kann man machen. Gotta catch 'em all. Nicht schlecht. Hat das beste Rote. Was? Okay. Satan hat keine Chance gegen dieses kleine Schneefuchs. Mann. Digga. Da kommt einfach. Die schickt Vulnona und Lugia rein. Und direkt der nächste, Giratina. Kommt noch ein dritter? Verdammt, ihr habt uns. Was wollt ihr hier? Wir üben singen. Ja, wir wollen von ihr abhauen. Und ihr habt Giratina und Lugia.
Könnt ihr uns die nicht leihen? Eigentlich ist das eine gute Idee. Nein, was? Nee, wir können nur gute YouTuber-Sänger mitnehmen. Warte, was? Unsere Pokémon funktionieren nur mit der Macht des Rock'n'Roll. Und wir sterben, wenn ihr nicht singen könnt. Ach so. Da bleibt nur eine Möglichkeit, Leute. Das beste Spiel... Ja bitte, haut ab! Ich will die Stadt noch erkunden! Gut. Ich dachte, ich wäre jetzt hier wirklich weg. Aber ich bin fertig mit erkunden, tatsächlich. Ich hab alles gesehen. Dann gehe ich jetzt die Treppe lang. Okay, ich dachte jetzt kurz, ich komme da weiter. Plot Twist, hier ist einfach nochmal eine Erweiterung der Stadt. Ach nee, hier ist nur Strand. Hier ist offenbar nur ein relativ großer leerer Strand. Oder halt fast leerer. Ja. Na dann hab ich es wohl richtig eingeschätzt und es geht im Kartenshop, obwohl... Ich glaube, ich war oben auch noch nicht bei dem Hafen mit dem Schiff. Nee, aber ich gehe jetzt hier hin. Vorher nochmal speichern und heilen. Ich bin jetzt echt gespannt. Das ist eben die Sache. Ich rätsel endlich mal wieder, wie es weitergeht und weiß nicht, ja, ich muss das machen, dann passiert das, wie eigentlich vorher wieder. Falscher Laden. Das war der Unnötige. Er gesagt, okay, ich weiß halt nicht, was diese Karten bringen. So, und das hier ist der sehr auffällige. Duelle sind aufregend. Ach nee, spielen die hier nur Yu-Gi-Oh! Ich komme hier, um zu spielen, es macht Spaß, aber ich brauche immer viel zu lange. Ich glaube, die spielen hier nur Karten. Gefällt dir dein Kingdom Hearts Kostüm? Mir wurde es in letzter Zeit häufiger gestohlen, aber keine Sorge, ich hab noch eins übrig. Ja, so viel dazu. Willst du mich in einem Kartenspiel herausfordern? Viel Glück, ich bin unschlagbar. Dafür sind die Karten. Ich liebe Anime-Welten, vielleicht gibt's hier Deku. Also ich würde sagen, dann wird es beim Hafen weitergehen, sehr offensichtlich, aber... Ich meine, ich werde vermutlich nichts gewinnen können ohne die dunkle Materie-Karte oder sowas in der Richtung. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Karten ich brauche. Ich hole mir einfach nochmal ein paar billigere und gucke mir das Spiel an. Ich werde vermutlich nicht gewinnen können, wie gesagt, aber... Dazu fehlen mir schon noch ein paar. Gib mir mal Chillast. Shiggy. Hydropi. Lumanda. Ach Kacke. Ich kann mir alle Karten holen, die unter 5000 kosten, aber keine anderen. Ach, schade, dass ich nicht genug für die dunkle Materie habe. So. Hoffentlich reicht das an Karten. Die Musik feiere ich ja aber. So, mal gucken, ob ich genug habe und wenn ja, wie das überhaupt funktioniert. Oh Gott!
Das sieht verwirrend aus. Alter. Chelast hat gute Werte. Der auch Ohydropi. Hydropi, Minun, der kann gar nichts. Man merkt halt, es kommt schon drauf an, wie viel sie kosten, zu großen Teilen. Chelast und Shiggy. Ja. Ich glaube, Effektivitäten haben gar nichts zu sagen. Denke. Ich habe halt keine Ahnung. Ach so, ich glaube, ich kapier's. Ja, nee, wenn es so ist, wie ich denke, dann habe ich hier gar keine Chance. Wenn man eine Karte mit mehr Punkten an eine mit weniger legt, dann bekommt man die. Was bei gleich vielen ist, ist jetzt die Frage. Mann, mein Minun kann ich nicht gut ausspielen. Obwohl, es reicht, um hier das zu machen. Was? Der bekommt eine Karte dafür? Ich versuche noch eine Runde. Mann! Dem seine Karten sind aber auch broken. Dieses Mal muss ich Minun besser nutzen. Hydropi hat schon geholfen. Nehmen wir noch Shiggy. Die hat eine gute Balance. Ich werde halt kaum was machen können. Das wird jetzt auch die letzte Runde sein. Oh, der spielt eine schlechte Karte. Ah, die Karte in der Mitte werde ich schwer halten können. Nee, gleich wird nichts bringen. An der einen Seite hat er nur eine 1. Dann würde ich sagen, setze ich so. Jo. Das Seemann kann ich nicht holen. Ich habe auch nichts mit 4 oben. Er ist komplett in der Vorteilssituation. Okay, ich kann mir zumindest das Radfratz holen, aber er wird wieder gewinnen. Boah, dass der beginnt, ist aber auch ein Riesenvorteil, ne? Was? Er hatte eine 2 an der Seite! Wirklich. Irgendwie dieses Seemann oder so wäre geil und ich bekomme Radfratz. Ja, aber hey, wir haben das kleine Minispiel hier mal ausgetestet, hab sogar eine Runde gewonnen. Ich glaube halt, die dunkle Materie wird sehr broken sein und irgendwie 6 auf jeder Seite oder so haben. Aber das ist cool, so ein kleines Minispiel. Nur, dass die Karten halt relativ schwierig zu erhalten sind und dass man dann halt noch die verliert, wenn man ein Duell verliert. Es war jetzt auch wirklich nur Glück, dass seine letzte Karte so schlecht für ihn war. Er hätte gewonnen, wenn die Karte genügend Punkte hätte. Weil der Startvorteil ist schon auch echt eine Sache. So, ich denke, es gibt jetzt nur noch einen möglichen Weg. Wenn es am Hafen nicht weitergeht, wüsste ich jedenfalls nicht. Wie sonst?
Wir haben jetzt auch doch noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als ich dachte. Hafen geschlossen. Oder auch nicht. Liebe den Geruch vom Meer. Warte, hier geht's echt nicht weiter? Oh Gott. Hier war ich noch nicht, auf diesem Hügel. Nee, da kann man ja auch nicht hoch. Ich werde offscreen gucken. Bis gleich. Also, ich habe jetzt keinen Weg gefunden, aber ich bin mal ins Poké-Center gegangen. Mittlerweile bin ich im Spiel vollkommen schließlich. Da sind auch Chocobonanzen drin. Ich muss nur warten. Warten. Meine Güte, warum bin ich nicht in diesem Game? Ich bin zwar hier, aber... Ich meine, irgendwie... Oh, seid ihr meine ersten Patienten? Wir haben die Toilette gesucht. Was ist eine Toilette? Oh, sehr gut, dann wollte ich damit weiterhelfen. Hier gibt's nichts umsonst. Selbst das Pokémon heilen nicht. Och nein, sagt ihr nicht, wir sind in eine Schwester-Joy-Mafia geraten. Aber, sieh gut aus. Schelle. Ja, ich kämpf schon. Ich heile deine Pokémon. Was? Was? Deine Pokémon. Kämpf ich jetzt wirklich gegen die... Ich kämpf jetzt gegen Schwester Joy. Ich weiß nicht. Ich habe eine Sache noch festgestellt. In einem Haus, in dem zwei Pokémon stehen, sie sagen, dass sie vergeblich auf Updates für ihre Geschichte Mystery Dungeon Explorers auf Hard warten. Habe ich inzwischen realisiert, dass ich sie ja gelesen habe. Yay. Und das hat schon Grund, die Geschichte wird abgebrochen vor einiger Zeit offiziell, da kommt nichts mehr. Oh! Dreh ich es im Kreis, was du nicht weißt, mach dich auch nicht heiß. Ich heile deine Pokémon. Diese Musik. Fragezeichen antwortet gerade leider nicht, deswegen muss ich gucken, wie es mal. Ihr kommt trotzdem nicht raus. Deswegen muss ich gucken, was ich jetzt mache. Warte, du sagst, hier gibt's einen Weg raus? Ja, warum siehst du das? Nur du kannst entkommen, Nagi. Nur ich? Du hast zu viel gesagt. Hat sie sie gerade einfach umgebracht? Ich habe sie nur in niemands Land geschickt. Nichts, worüber du Sorgen machen musst. Du hast gerade meine erste Wife. Was? Also stell dich in einem Kampf. Ich kann meine Waifu sein. Nagi, was ist eine Waifu? Nein? Denkt ihr wirklich, ihr könnt entkommen? Viel Spaß daran, mich zu vernichten. War das hier etwa? Ich glaube, das war richtig hier. Kuren-Battle, glaube ich. Animal Crossing Melinda. Mit drei Pokémon. Digga. Als ob ich ins Pokémon Center musste. Aber ich bin weiter, yay. Jedenfalls gehe ich stark davon aus, wenn ich jetzt Isabelle oder wie sie auf Deutsch eigentlich heißt, Melinda bekämpfe. Und ich denke, der Kampf ist durchaus gewinnbar. Erstes Pokémon weg. Ich würde Nagi gerne auswechseln. Sie hat einen Baum! Sie hat einen Baum! So, Izuna war, glaube ich, sogar als einzige hier noch nie im Kampf. Deswegen... Okay, der Sprite ist halt komisch. Oh, Digga, er ist sogar Level 3. Oh, stimmt. Drachenwut. Damit könnte ich hier eh alles vernichten. Es
seltsam. Wirklich, wirklich Fuchs, Baum und Box. Das Ding hat eine Feuerresistenz, weil es ein undesigntes Shiggy ist. Ich hab Melinda besiegt, das ist doch unmöglich! Wir haben Melinda besiegt. Nein! Und jetzt? Ich denke, okay, ich gehe mal zu dem allerersten Haus zurück. Dem Haus, wo wir hier aufgewacht sind. Da könnte es jetzt gut weitergehen, weil da war ja der Bürgermeister, der von Melinda unterdrückt wurde. Aber die haben wir ja jetzt besiegt. Hä? Hä? Warte, was? Nächster Cut. Oder nächste Folge. Nächste Folge sehen wir uns da, wo es weitergeht. Bis dann und ciao.